Es ist jetzt 2 Uhr nachts, in meiner Brust mehr Sturm als Drang und diese unendliche Angst, dass du mich nicht so magst, wie ich dich. Ich will am liebsten ganz weit weg und das zwischen uns vergessen. Gleichzeitig muss ich an dich denken, will nichts mehr als mit dir zu sprechen. Gleichzeitig will ich in mein Bett gehen, denn ich bin müde. Ich stehe ohne Schutz vor dir, geöffnet, mitsamt jeder Tür, aber das ist nun mal passiert und ich schäme mich nicht dafür, auch wenn ich leide. Es geht auch anderen wie mir, die mal Fallhöhe riskieren und dabei dann was verlieren. Ich bin nur eine unter vielen und nicht alleine. Oft sehen wir nur, was wir wollen, schenken Dingen zu viel Bedeutung, glauben gern der schönsten Täuschung, biegen an der kleinsten Kreuzung dann falsch ab. Liebe ist unfassbar komisch, denn ist man erstmal ohne, erscheint sie recht utopisch und dann wieder super logisch, wenn man sie hat. Mein Leben, das geht morgen weiter. Und irgendwann im hohen Alter wird mich das alles mal erheitern, denn dann erkenne ich, dass Scheitern mich am Ende stärkt. Ich werde hier am Schreibtisch bleiben, im Dunkeln noch so lange schreiben, bis meine Wunden fast verheilen. So sind diese simplen, wahren Zeilen mein Achillesvers. Hi. Das gerade war ein Ausschnitt aus dem Gedicht Achillesvers aus meinem neuen Buch Wir können alles sein, Baby. Und ich habe jetzt so lange daran geschrieben und dafür gezeichnet und darauf hingefiebert. Deswegen freue ich mich richtig doll, dass ihr das jetzt auch lesen könnt und wünsche euch dabei viel Spaß.